Anfang des Jahres durfte ich ihn mir bereits im Studio anschauen und heute geht es endlich hinters Steuer und rauf auf die Straße. Die Rede von Renault Australia. Hier, er löst den Renault Kadja ab. Und das Konzept, das bleibt aber das gleiche, also ein familienfreundliches Fahrzeug. Naja, so viel zumindest in der Theorie. Wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Das wollen wir heute gemeinsam herausfinden. Der Renault Austral kommt ausschließlich mit elektrischer Unterstützung daher. Das ist zum einen natürlich von Vorteil, weil es Sprit und CO2 einspart und zum anderen natürlich auch das Geld der Familienkasse schont. Den Einstieg machen zwei Mild-Hybride, einmal mit 140 und einmal mit 160 PS. Hier kommt ein 1,3 Liter Vierzylinder Turbobenziner zum Einsatz, der beim Starten und beim Beschleunigen von einem Startergenerator und einer 12 Volt Batterie unterstützt wird. Ja, und dann gibt es noch das Topmodell und das ist das, in dem wir hier sitzen. Fun Fact an der Stelle ist aber, dass wir hier ein bisschen mehr auf Downsizing setzen, denn hier haben wir einen 1,2 Liter Dreizylinder Turbobenziner und der Vollhybrid hier wird von einem 50 kW Elektromotor unterstützt, der wiederum von einer Batterie gespeist wird, die eine Nettokapazität von 1,7 Kilowattstunden hat. Ja, und wir können auch teilweise rein elektrisch fahren. Also wenn es zum Beispiel mal gerade nur schleichend im Verkehr vorangeht oder wir zum Beispiel auf eine Ampel zurollen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr mich fragt, dann ist das Design des Renault Austral ziemlich gelungen. Vor allen Dingen deswegen, weil man ihm die Verwandtschaft zum Nissan Qashqai eigentlich gar nicht mehr ansieht. Klar, das coole Auftreten von so einem Familienauto ist das eine. Was aber viel wichtiger ist und die Mehrheit der Familie wohl interessieren wird, ist der Innenraum. Wie praktikabel ist das Fahrzeug? Was kriege ich alles in den Kofferraum? Das wollen wir uns jetzt mal ansehen. Und deswegen öffnen wir hier einmal die Klappe. Eine klassische Situation, man kennt es, man möchte den Kinderwagen einladen, man möchte die Einkäufe einladen, vielleicht Koffer, weil es auf Urlaubsfahrt geht. Wie sieht das hier aus? Was mir gut gefällt, ist, dass wir eine schöne, breite Öffnung haben. Ein negativer Punkt ist, dass ich die Ladekante recht breit finde. Wenn ich mit meinen kurzen Armen jetzt versuchen würde, den Koffer reinzuheben, ja, es wäre schöner, wenn ich ein bisschen näher dran stehen könnte. Aber es passt alles noch. Was mir aber am allerbesten gefällt, ist, dass ich den Laderaum hier noch erweitern kann. Und dazu muss ich einfach die Rückbank ein Stückchen nach vorne schieben. Geht kinderleicht, einfach hier unten den Hebel bedienen. Schwupps und zack, habe ich mehr Stauraum. Jetzt würde ich aber sagen, wo wir schon von der Rückbank gesprochen haben, gehen wir in den Innenraum. So, wie steht es hier hinten um die Platzverhältnisse? Ich bin ja bereits im Studio Probe gesessen und war damals positiv überrascht von den Platzverhältnissen. Und daran ändert sich jetzt natürlich auch nichts. Ich habe Kopffreiheit ausreichend für diese Fahrzeugklasse gegeben. Ich finde die Beinfreiheit gut gegeben. Und was ich praktisch finde, ist halt wirklich diese Tatsache, dass ich hier unten einfach die Bank vorschieben kann. Denn wenn ich ja gerade mal mit Kindern auf Urlaubsreise bin oder so, die brauchen ja nicht so viel Beinfreiheit oder eine Babyschale, da kann ich den Stauraum gut nutzen. Und wenn die Kids dann größer sind, ja, dann schiebe ich die Bank wieder nach hinten und sie sitzen immer noch komfortabel. Aber reicht das an Annehmlichkeiten hier hin? Habe ich vielleicht genug Staufächer? Naja, ich habe hier die Netze in den Sitzen vor mir. Ich habe hier unten zwei USB-Anschlüsse, die Klimasteuerung. Ja, ich kann hier das Gebläse einstellen, aber naja, vier Zonen habe ich leider nicht. Das heißt, vorne wird entschieden, wie hinten die Luft ankommt. Ja, und dann habe ich hier noch ein Ablagefach in der Tür. Da kriege ich eine kleine Flasche rein, eine große wahrscheinlich schon nicht mehr. Es könnte ein bisschen besser sein im Großen und Ganzen, finde ich es aber nicht verkehrt. Hier habe ich noch zwei Becherhalter. Tja, dann würde ich sagen, das ist die Zeit, wo wir mal über die Annehmlichkeiten vorne sprechen sollten. Was wird den Eltern hier auf den vorderen Plätzen geboten und wie steht es eigentlich ums Unterhaltungsprogramm? Zum ersten Mal würde ich sagen, die Sitze. Ich finde die ziemlich bequem, machen einen guten Eindruck und ich glaube, eine längere Urlaubsfahrt lässt sich darin ganz gut aushalten. Kommen wir zum Unterhaltungsprogramm. Das Display hier ist mit Touch, ganz klar. Finde ich noch angenehm, dass wir unten aber für die Klimasteuerung richtige Knöpfe haben. Das macht das Ganze dann doch um einiges leichter. Die Reaktion hier ist auch relativ fix. Was ich am allerbesten finde, aber dass wir hier ein Android-System haben, bedeutet, wir haben hier zahlreiche Google-Dienste, wie eben Google Maps für die Navigation. Und der Aufbau, der ist simpel. Ich finde eigentlich alles relativ schnell und sollte ich mal etwas nicht finden, dann kann ich über die Google-Sprachsteuerung auch noch schnell zu meinem Ziel gelangen.
was für so ein Familienauto aber besonders wichtig ist, das ist das Thema Sicherheit. Und mit bis zu 32 Fahrassistenzsystemen haben wir hier fast alles an Bord. Wir haben hier zum Beispiel einen Abstandswarner, einen toter Winkelwarner, Spurhalteassistenten. Wir haben wirklich alles mit drin, was so eine Familie braucht, um sicher unterwegs zu sein. Und das ist natürlich ein klarer Vorteil. Sprechen wir vielleicht noch über das Thema Verarbeitung. Ich finde, der macht einen guten Eindruck, der Australier. Schaut mal hier, schöne blaue Ziernähte mit Alcantara-Polsterung. Gut, wir haben hier die Esprit Alpine-Ausstattung, die sportlich angehauchte Ausstattungsvariante. Das macht natürlich dann auch immer ordentlich was her. Schöne, gepolsterte Armatur hier oben. Auch das hier ist alles kein Kunststoff. Die Armauflage ist gepolstert. Und apropos Armauflage, ja, das Teil hier, das kennen wir schon aus dem Studio. Kann ich vorschieben, um den Display hier leichter zu bedienen. Und auch wieder zurück, um bei der Fahrt meinen Arm abzulegen. Kleiner Nachteil bei dem Ganzen, wenn ich mal hier was in den Becherhalter packe, geht es halt nicht mehr vor, aber das ist eine Feinheit. Tja, so viel zum Renault Austral, aber wie fährt er denn jetzt eigentlich? Unaufgeregt wird es wohl am besten treffen, denn wenn ich hier mal ein bisschen aufs Gas trete, dann merke ich, dass die Beschleunigung schon sehr verhalten ist. Wir sind vorhin ein Stück Autobahn gefahren, da habe ich mal zum Überholmanöver angesetzt. Da muss man wirklich ein bisschen Zeit mitbringen und auch die Abstände des kommenden hinteren Verkehrs gut abschätzen können, denn man kann mit diesem Fahrzeug hier niemanden die Butter vom Brot ziehen. Was ich aber gut finde, ist, dass auch die Schaltvorgänge dafür sehr angenehm sind. Ich merke die kaum, es ist kaum Ruckeln zu spüren oder so. Das ist sehr auf Komfort getrimmt. Und das, finde ich, passt zu so einem Familienfahrzeug doch ganz gut. Ich finde, was mir nicht so gut gefällt, ist, dass ich hier relativ viel Spiel in der Lenkung habe. Das merke ich, wenn ich geradeaus fahre. Wenn ich aber mal eine Kurve steuere, dann kann ich die Spur recht präzise halten. Woran liegt das? Ich habe hier in der Top-Ausstattung die optionale Hinterradlenkung mit drin. Bis zu 5 Grad hat der Renault Australia und damit 1,5 Grad mehr, als es damals beim Kadja der Fall war. Und das Ganze sorgt für eine bessere Straßenlage, mehr Stabilität, vor allen Dingen, wenn ich mal so durch so eine Kurve fahre. Wir fahren hier gerade auf einer etwas uneben Straße und ich finde, der Renault Austral macht das ziemlich gut. Warum finde ich das? Weil sobald ich über eine Fahrbahn Unebenheit fahre, federt er diese wirklich angenehm aus, schaukelt sich danach nicht unnötig auf und hat sich ganz schnell wieder gefangen. Noch ein Punkt, der vielleicht gar nicht so verkehrt ist, ist, wie übersichtlich finde ich dieses Fahrzeug. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier von der A-Säule irgendwie in meinem Sichtfeld eingeschränkt werde und kann auch die Abmessung von dem Wagen ziemlich gut einschätzen. Was mich ein wenig stört, ist hinten die C-Säule. Die nimmt so ein bisschen die Sicht, da sollte man vielleicht sicherheitshalber doppelt gucken, den Schulterblick machen, nicht, dass man da mal einen Fahrradfahrer oder so im toten Winkel übersieht. Also, wenn ihr mich fragt, dann ist der Renault Austral eine gelungene Ablösung für den Kadja. Zugegeben, ich würde mir bei 200 PS ein bisschen mehr Spritzigkeit wünschen, aber wenn ich mir das Fahrzeug wirklich als das betrachte, was es sein soll, also ein familientaugliches Fahrzeug, dann passt das Ganze. Dieses unaufgeregte Fahrverhalten, das ist für gerade einen Familienroadtrip praktisch. Dann haben wir genug Platzangebot in dem Fahrzeug und zahlreiche Assistenzsysteme, die natürlich für die Sicherheit sprechen. Lasst uns noch über das Konkurrenzfeld sprechen. Hier haben wir zum Beispiel den VW Tiguan, wir haben den Ford Kuga, wir haben den Opel Grandland und natürlich nicht zu vergessen den Plattformbruder, den Nissan Qashqai. Und unter all diesen Fahrzeugen bietet der Renault Austral eine weitere Alternative und ich finde mit einem wirklich schön frischen Design. Ja, und ich habe gesagt, Platzangebot ist praktisch, die Verarbeitung lässt sich wirklich auch positiv hervorheben. Und was ich aber wirklich am allerbesten an dem Ganzen finde, ist, dass er hier mit einem Einstiegspreis von 29.900 Euro günstiger startet, als es der VW tut, als es der Ford tut und als es der Opel tut. Auch bestellen könnt ihr ihn bereits, nur wann er dann ausgeliefert wird, tja, das kann ich euch leider nicht verraten. Dafür könnt ihr mir jetzt aber eure Meinung zum Renault Austral verraten. Dazu einfach unten in die Kommentarspalte gehen, ordentlich was reintippen. Und wenn ihr euch da schon befindet, vergesst natürlich nicht, auf den Abonnieren-Button zu klicken und die Glocke zu aktivieren, damit wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen.